Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Desperados 3, in der zweiten Mission, zu spät am Zahltag. John Cooper sitzt in einem Zug nach Flagstone, als dieser plötzlich am Byers Pass in einen Hinterhalt gerät. Er wird nicht bemerkt, aber die Aufgabe, die vor ihm liegt, ist klar. Wenn Cooper seine Verabredung in Flagstone einhalten will, muss er sich zuerst um das Banditenproblem kümmern. Ja, jetzt sind wir auch wieder direkt im Spiel drin. Den Kerl haben wir schon erledigt. So, den können wir jetzt noch erstmal nehmen und hier in den Busch schmeißen. Ich muss mich zum vorderen Ende des Zugs schleichen. So. Bin unterwegs. Hier gibt es noch einen Hinweis. Messer ausnorken. Du kannst Feinde aus nächster Nähe mit deinem Messer angreifen oder sie ausnorken. Drücke A, um das Messer auszuwählen und dann Maus L, um anzugreifen. Um einen Gegner auszunocken, musst du entweder die Fähigkeit in der Fähigkeitenleiste wechseln oder Y benutzen. Zack, zack, okay. Also ausnocken ist hier wirklich sehr wörtlich gemeint. Das Messer reicht. Mach schon. Und in die Niere. Okay. Nimm's nicht persönlich. So, schnell weg mit dem. Nicht, dass ihn noch jemand findet. Und dann gibt es hier auch schon den nächsten Hinweis. Cooper kann sein Messer werfen, um Gegner aus der Ferne auszuschalten. Anschließend muss er es zurückholen. Drücke S, um das Wurfmesser auszuwählen und dann Maus L, um es zu werfen. Ich muss ihn von hier aus erledigen. Am besten mit dem Messer. Wer hat Lust? Wer will schon Blut vergießen? Mit dem Messer kann Cooper jetzt auf jeden Fall umgehen. Na los. Kann ich hier hinrennen? Oh oh. Rennen? Schubkarren. Mann, diese Typen waren gut vorbereitet. Na, ich gehe besser nach oben. So, Messer habe ich mir geholt. Ja, hier sind noch zwei Typen am Start. Aber es scheint so, als würden wir die nicht gebrauchen. Also ab aufs Zugdach. Auf geht's. Immer natürlich der schöne Hinweis, hey, ich speichere mal wieder. So, worauf schießt der? Okay, die schießen hier auf diese beiden, auf die Zivilisten. Wartet mal, kurz Situation einschätzen. Wir werden dir dein Geld und dein Leben nehmen. Mhm. Sieh genau hin. Nee, ist nicht so gut. Hey, sieh mal hier, wir haben einen übersehen. Wie? Tja, ich auch nicht. Herrgott, haben Sie mir Angst gemacht. Können Sie uns helfen? Ja, klar kann ich das. Alles gut. Cooper kann seine Revolver nutzen, um Wachen auszuschalten. Schusswaffen sind laut und alarmieren Wachen, die sie hören. Drücke F, um mit einer Schusswaffe, eine Schusswaffe auszuwählen und schieße anschließend damit. Ja, ich glaube, hier komme ich auch ansonsten nicht wirklich durch, oder? Ja, die haben hier echt alles gut im Blick. So. Die alte und die neue. Adios, da kommt er auch schon. Machen wir schneller als der Tod. Danke, Fremder. Sucht euch ein Versteck. Kein Problem. Okay, meine Schusswaffen kann ich also auch nicht ewig benutzen. Also zum einen wären sie gerade leerer und zum anderen laden sie auch nach dem Schießen nach. Nächstes Mal dünne ich das Rudel besser aus, bevor ich laut werde. Und los. Immerhin hat Pa ihm jetzt auch erlaubt zu schießen. Oh oh.
Keine Bewegung, Kuppel. Ich glaube, die muss ich beide auf einmal erwischen. Cooper kann beide Waffen auf einmal abfeuern. Drücke Umschalt. Ah ja, in den Showdown-Modus zu gehen. Ich muss beide auf einmal erledigen. Klare Sache. Jetzt wird's laut. Und ausführen. Yeah! Ich würde sagen, jetzt schulden Sie mir was. Was denn? Soll das ein Scherz sein? Ja, oh, wie cool. Ich würde sagen, jetzt sind wie wir cool. Ich schlage vor, Sie kehren jetzt zu Ihrem Waggon zurück. Aber jetzt kümmere ich mich. So wie Sie sich um die beiden gekümmert haben? Hören Sie, Mr. Cooper. Mr. Cooper, ich wurde angeheuert, um sicherzustellen, dass dieser Zug nach Flagstone kommt. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn Sie mir nicht in die Quere kommen. Also gut, Mr. McCoy. Dr. McCoy. Gut, Dr. McCoy. So wie ich das sehe, führt nur ein Weg geradeaus. Und ich muss auch nach Flagstone. Wie Sie meinen. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Das ist dann also der Doktor. Was für ein langer Zug. Und da ist ganz schön was los auf der Strecke. Die Banditen haben offenbar den Tunnel blockiert. Was glauben Sie, warum der Zug angehalten hat? Das wird viel Arbeit, diese Felsen zu beseitigen. Gut, dass Sie auf dieser Anhöhe ein Fässchen Dynamit gelagert haben. Das Dynamit schnappen und den Tunnel freilegen. Gar kein schlechter Plan. Meine Pläne sind nie schlecht. In Ordnung. Dann legen wir mal los. Klare Sache. Erstmal schnell abspeichern. Dann ganz kurz in die Option rein. Audio. Die Effektlautstärke auf jeden Fall auf 75% senken. Jetzt geht's. Die Arzttasche. McCoy kann seine Tasche werfen, um Wachen anzulocken. Anschließend muss er sie sich zurückholen. Eine Gasfalle blendet Gegner, die die Tasche öffnen. Anschließend werden sie die Situation aber untersuchen. Okay, ich kann also jetzt auch auf McCoy wechseln. Und wo soll das hinführen? Okay. Zack, dann gib mir erstmal hier deine... Okay, also ich scheine hier auf jeden Fall sicher zu sein. Solange ich hier im Gras bleibe. Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Sie verstecken sich und lernen dazu. Werfen wir den Köder aus. Hey, ja. Wie die Motte zum Licht. Lass dir das eine... Eine Gasfalle? Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbeschadet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Okay. Oh. Shit. Das ging natürlich daneben. Das heißt, ich sollte erstmal mit beiden. Den Anführer übernehme ich. Den Anführer, das ist dann... Okay, keine Ahnung, wer von den beiden der Anführer ist. Gut, wir bewegen erstmal beide... Auf geht's. Hier ins Gras. Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Sie verstecken sich und lernen dazu. So. Halten wir uns ran.
Dann wird jetzt der Köder ausgeworfen. Der Laden und genau wie an. So langsam werde ich warm. Angebissen. Wer hat Lust zu sterben? Eine Gasfalle. Bedeckung! Ich werde euch schon finden! Wir wissen euch! Ganz alter Trick. Was zum Teufel? Ich weiß, dass sie hier sind. Weiter suchen! Nach der Mistkerne! Ah, mit der Falle schalte ich Feinde aus nächster Nähe aus. Mit der Spritze. Wir müssen sie finden! Also, was ich sagen wollte, eine Gasfalle? Nein. Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbeschadet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Ich hätte die natürlich gleich hier ranziehen und dann erledigen sollen, ob das wäre die bessere Variante gewesen. Ups, jetzt hatte ich schon abgespeichert. Na gut, dann... Ich überlege nur gerade, wie wir das jetzt am schlauesten anstellen. Mal schön den Kopf runter. Also bis hierhin kann ich, glaube ich... Ja, bis hierhin kann ich. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Kopf oder Zahl? Was ist das für ein Lärm? Jetzt gilt's. Die nimmt. Ganz schön schwer. Hey. Ah, scheiße. Kleiner Kratzer. Wir sind wegen der Wand. Du haust besser. Naja, immerhin, ich habe ihn erledigt. Wahrscheinlich nicht so gut. Damit kannst du dich selbst oder Verbündete heilen. Der Hinterhalt knotet jemand? Überlassen Sie das mir. So. Ich kümmere mich drum. Zack. Sieh mal einer an. Ein richtiger Arzt. Tun Sie nicht so überrascht. Halten wir Abstand. Verstanden. McCoy kann seine Buntlinie benutzen, um Feinde aus großer Entfernung auszuschalten. Wenn er diese Fähigkeit für ein Missionsziel braucht, hat er eine finale goldene Kugel bei sich. Auf der Klippe ist Bandline, nicht Buntlinie. Das Bandline sehen. Natürlich, nicht Buntlinie. WTF, mal so richtig falsch. So richtig in allen Hinsichten falsch vorgelesen. Soll schon hier entlang kommen. So, da oben ist Poncho Man. Okay, Poncho Man kann bis hier alles sehen. Ja, wahrscheinlich soll ich jetzt von hier aus. Ich schieß nicht daneben. Verdammt will ich sein. Wow. Old Bundline Special. Yeah, Bundline. Patronen. Eine Spezialanfertigung. Na gut, ich folge. Kann's kaum erwarten. Boah, das Spiel macht mir echt richtig viel Spaß. Normalerweise sind so Taktik-Strategie-Sachen gar nicht meins. Aber hier gefällt mir einfach das Setting total. Naja, wir finden schon eine Lösung. Sollen wir? Was dauert denn da so lange? Der Mistkerl hat sich vermutlich irgendwo versteckt. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Oh, der Doktor. So, jetzt geht das erstmal schön. Vorübergehend. Schön cool bleiben. Erstmal beide ins Gras rein. Kein Problem. Okay, es sind 3, 4. Sollten Sie nicht schon zurück sein? Bitte, die lassen sich Zeit mit ihm. Hat der Mistkerl auch verdient. Ich hab da so ein Gefühl. So, ihn können wir mit dem Messer ausschalten. Sind wir wohl vorbei. So.
Augen aufs Ziel. Erstmal abspeichern. Was glaubst du, wie lange wir noch haben? Es ist keiner entkommen, also können wir uns Zeit lassen. So. Augen auf. Seine Freundin wird nach ihm schauen. Und bin unterwegs. So. Sieger, komm mal her. Klare Sache. Wieder im Geschäft. Also Mann. Ach, okay. Wir müssen uns hinstellen, wenn wir. So. Gut, dann haben wir die jetzt erstmal auf beide geht's. Erledigt. Dann bleibt noch der Schütze. Okay. Na los. So, du kannst. Okay, wir machen jetzt das folgt. Showdown-Modus. Abspeichern. Du dahin. Ich habe das richtige Werkzeug, meine Spezialität. Doch, und du dahin. Blut vergießen. Wieder einer weniger. So. Das schaffe ich allein. Vielen Dank. Achso. Will ich gar nicht. Ich will mit dir dahin. Lang der Zug. Da hinten ist ein rotes. Okay. Oh, Glück gehabt. Der scannt jetzt hier. Sieh genau hin. Keine Chance. Ich müsste da oben hinkommen. Los geht's. Was ist mit dem Typen, der den Poncho... Wachen, die Ponchos tragen, lassen sich nicht leicht täuschen. Sie verlassen ihren Posten nicht, aber Ablenkungen halten sie... erhalten bei ihnen nicht so lange vor. Ach, und Ablenkungen halten nicht so lange vor. Der wird sich nicht unnötig bewegen. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Okay. Augen auf den Kopf, komm mal her. Oh, ist ein Wachhaus. Was bedeutet, dass es ein Wachhaus ist? Bin unterwegs. Wieder im Geschäft. Wer hat Lust zu vermauern? Dann wollen wir mal. Die nehme ich. Normalerweise arbeite ich allein. Ja, Doc, aber für mich machst du doch bestimmt mal eine kleine Ausnahme, oder? Oh ja, ja, die müssen echt hier noch ganz schön was erledigen. Ich kann sie schon riechen. Showdown-Modus erweitert. Der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Drücke Eingabe, um alle geplanten Aktionen sofort auszuführen. Drücke Umschalt, wenn du geplante Aktion später ausführen möchtest. Hinweis: Im Schwierigkeitsgrad Desperado pausiert der Slowdown-Modus das Spiel nicht. Na los! Was das sehen hat? Na gut. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, sie den anderen. Was gibt's? Okay, los geht's. Ja, die müssen wir auf jeden Fall beide im quasi Nahkampf da wegsnacken. Jetzt geht's. Und zwar folgt. Schlüssel für den Tresor. Okay. Braucht etwas Schliff. Genau. Und wo ist der Haken? Das wirkt sehr schwer. Das riecht nach Ärger.
So, funktioniert das wie ich mir das jetzt gedacht habe? Sie schon riechen, die süßen Moneten. Erstmal aufwärmen. Okay. Yep, das funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. So, und da ist jetzt ein Safe drin, aber ich glaube, der Safe ist erstmal egal. Ach schon. Die Passagiere könnten unsere Hilfe gebrauchen. Mehrere Charaktere kannst du auswählen, indem du Maus R gedrückt hältst und ein Rechteck um sie herum ziehst. Warum Zeit vergeuden? Lassen Sie uns weiterreisen. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. So, wir haben jetzt... Ihr gebt uns besser alles, was ihr habt, sonst fixen wir nachher eure Leiden. Oh. Bald werdet ihr Big End. Seid ihr schon aufgelegt? Wartet mal. Du gehst da rein. Und du gehst da rein. Meine Güte, ich hasse Schnieketypen wie euch. So. Euch ganz besonders. Was hat man davon, wenn man mit einem Zug der DeWitt Company fährt? Ich überlege jetzt nur, es sind jetzt 4 Leute. Ich habe noch 2. Ich kann 2 mit Schüssen. 3 mit Schüssen. Zieht eure Rüben ein, sonst puste ich sie weg. Vielleicht kann ich einen von denen vorher ausschalten. Ihr dachtet, ihr könnt euch wehren. Seht euch nur an. Aber Wechselgeld gefällig. Hast du das gehört? Ja, damit kann ich nur seine... Ihr gebt uns besser alles, was ihr habt, sonst finden wir nachher eure Leichen. Ja, bald werdet ihr mich endlich... Ich glaube, dass wir sie verschieben müssen, dass er muss nach unten, er muss nach oben. Und los. Halten wir uns ran. Weil ich glaube, dass es für ihn jetzt besser ist, hier mit dem Koffer zu arbeiten. Das hat man davon, wenn man mit einem Zug der DeWitt Company fährt. Ich habe ein paar. Werfen wir den Köder aus. Richtig so. Zieht eure Rüben ein, sonst puste ich sie weg. Wieder voll ausgerüstet. Geladen und genau wie alle. Was zum... Wo kam die jetzt her? Wie die Motte zum Licht. Und ihr dachtet, ihr könntet euch wehren? Seht euch nur an. Er braucht eine Spritze. Oh, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hasse Schneeketypen wie euch. Euch ganz besonders. Vielleicht sollte ich das dann doch anders machen. Wartet mal. Ich hole sie beide hier in diesen Busch rein. Was hat man davon, wenn man mit einem Zug der DeWitt Company fährt? Wenn unterwegs. So, dann wartet mal. 2 sind besser als 1. Die Kugel ist für dich. Sie haben noch einen Plan. Hände ruhig. Ich hab da so ein Gefühl. Wer braucht eine Spritze? Überlassen Sie das mir. Nee, wir machen... Oh, ich schieß nicht daneben. Was ist das für ein Lärm? Aufpasst! Ist das... Ich sehe dich, Arschloch!
hat es irgendwie nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hasse Schneeketypen wie euch. Euch ganz besonders. Gut, in Ordnung. Entschuldigung. Ja, ich blicke jetzt gerade, wie wir das jetzt hier richtig hinkriegen. Richtig so. Zieht eure Rüben ein, sonst puste ich sie weg. So langsam werde ich warm. Nur eine Frage, warum hatte das jetzt nicht funktioniert? Okay, los geht's. Der Hinterhalt kam wie Hände ruhig. Halten wir Abstand. Hey, du! Ich muss sitzen. Also gut, ich komm rein. Sieh mal her. Für mich! Komm her. Bin wieder im Geschäft. Wer auch immer Sie sind, vielen Dank. Schon gut. Und jetzt rühren Sie sich nicht vom Fleck. Puh, okay, ich glaube, das sah nur so komisch aus, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Ich bin ganz Ohr. Hier kommen wir nicht vorbei, wir müssen jetzt sowieso hier hoch. Mal sehen, was hier los ist. Wir müssen jetzt sowieso hier auf den Zug kein hoch. Problem. Und uns hier oben dann nämlich weiter bewegen. Sehen Sie, ich wusste doch, dass da ein Herz in Ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Dann wollen wir mal. Der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Ja, wir müssen auch noch diese gefühlt 120 Banditen hier erledigen. Hey, Schwachkopf! Willst du, dass die Kisten sich hier unten weiter stapeln? Wartet mal, wir checken mal was. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Genau, aber der kriegt das nämlich nicht sofort mit. Werfen wir den Köder aus. Abwarten, der kommt nämlich gleich nochmal zurückgerannt. Ja, ich kann jetzt nicht alle mit Schusswaffen töten, weil dann habe ich bald keine Munition mehr und das wäre ja nicht so förderlich für meine Gesundheit. Das war's für dich. Unterwegs. Das schaffe ich allein. Vielen Dank. So, jetzt kommt sein Kumpel. Verdammt, wer hat Lust zu sterben? Dann mal ran. Okay, er sieht das zum Glück nicht. Jetzt geht's. Meins. Ganz schön schwer. Moment mal. Wir biegen! Oh Gott. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Alarm ausgelöst. Also müssen wir nochmal neu laden. Okay, also die Idee war ganz gut. Wir müssen sie nur in der nächsten Runde nochmal verfeinern. Kannst kaum erwarten. So, was machen wir mich jetzt? Hat wer einen Arzt gerufen? Hat mir schon oft den Hals gerettet. Wer will einen Blick riskieren? Was ist das? Die war doch eben. Und schon kommt wer. So. Was gibt's? Messer Lust zu auf dich. Und du machst Gift nicht, auf das den ist da. Nur vorübergehend. Abspeichern. Und doch, Action. War schon. Wir sehen uns in der Hölle. So. Abspeichern. Bin da. Okay. Los geht's. Meins. Schön schwer.
So, genau, nämlich der Typ hier hinten. Okay. Was ist mit dem anderen? Den Anführer übernehme ich. Ah, ich muss mal gucken, wie lange die hier... Ah, die brauchen echt eine ganz schöne Zeit. Also wenn der an dem Schützen vorbeigerannt ist, wenn er die nächste Kiste holt, dann können wir uns auf jeden Fall um den Schützen kümmern. Und den holen wir uns dann nämlich mit einer Tasche. Ach, wunderbar, Leute. So. Kann's kaum erwarten aufs Ziel. Warten, bis der vorbei ist. Bis er richtig schön weggerannt ist. Und los. Er hat sein Blut vergießen. Wieder. Halten Sie sich raus. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Haben Sie vielen, vielen Dank. Werfen wir den Köder raus. Mit dem Köder holen wir uns jetzt nämlich den Buddler. Was ist das? Wie die Motte zum Licht. Wer braucht eine Spritze? Was du hältst? Sieht nicht gut aus. Ach, scheiße. Mitten durch die Halle. Boah, jetzt kommen sie durch alle angerannt. Scheiße. Shit, ja, man muss wirklich warten, bis das Gas raus ist. Boah, shit, jetzt haben wir natürlich alles hier wieder zurückgesetzt. Okay, ihr lieben Leute, ich würde sagen, hier machen wir weiter in der nächsten Runde. Ja, mein Fehler war gewesen, ich hätte warten sollen, bis das Gas aus der Tasche rauskommt. Das habe ich nicht gemacht, deswegen bin ich da gestorben. Habe hier alle angelockt. Da sollte ich also aufpassen beim nächsten Mal. Das machen wir in der nächsten Runde hier bei Desperados 3. Ich finde das Spiel megamäßig gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das zusammen zocken. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. Freue mich auf eure Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. BB, euer Hyuga.